Giftstoffe in unserer Nahrung, toxische Vergiftungen, kann man sagen, in unserer Nahrung. Warum? Pestizide, der Überbegriff, werden auf den Feldern, auf den Weinbergen, auf den Apfelplantagen und so weiter schön verspritzt. Mehrmals, ich weiß nicht wie häufig, 10-mal, 20-mal, 50-mal pro Saison. Ich habe schon bis zu über 50-mal jedenfalls gehört. Das ist natürlich nicht gut, weil es bleibt dann nicht nur auf diesen Feldern selbst oder auf diesen Plantagen, sondern es verteilt sich dann auch ins Umfeld, in die Wälder, die drumherum sind, aber natürlich auch auf die Menschen, die in dieser Natur leben. Und wir sind vorhin durch die Natur gefahren, sind wir also so ganz enge Straßen gefahren und sind durch Apfelplantagen und Weinberge gefahren. Eigentlich sehr romantisch und idyllisch und immer wieder der eine oder andere schöne Ort, aber da sprühen die ja alles voll. Die spritzen ja wie blöd da. Und nicht nur, dass die Wälder alle da gerodet wurden, es hat ja kaum mehr ein Stückchen Wald. Nein, da wird überall gespritzt und die Leute glauben dann, sie wohnen wunderschön in der freien Natur, aber sie wohnen in einer vergifteten Gegend. Und ich weiß es auch, weil ich schon mit Einheimischen gesprochen habe. Zum Beispiel haben die mir erzählt, dass sehr, sehr, sehr viel Honig jedes Jahr weggeschüttet werden muss, weil dieser Honig mit Giftstoffen belastet ist, mit Pestiziden. Der wird überprüft und wenn der zu stark belastet ist, dann dürfen die den nicht verkaufen, die Imker. Und dann geht es ja weiter. Dann diese Pestizide, die gehen ja nicht nur in die Äpfel hinein oder in die Dinge, die angebaut werden, sondern eben als Endverbraucher auch in uns. Entweder werden sie an die Tiere verfüttert, die wir dann essen oder die Menschen dann essen, oder und wir essen das gleich. Das Gemüse, das Obst und so weiter. Und es geht aber dann auch noch, wie gesagt, auf die Bienenvölker, es geht auf die umliegenden Wiesen. Wenn ein Hundchen in so einer Wiese spazieren geht, sich danach die Pfoten ableckt, dann haben die eine massive Vergiftung. Das haben mir mehrere Tierärzte schon bestätigt von den Pestiziden, die da versprüht werden. Und es ist alles legal. Und dann kommt noch der 5G-Elektrosmog dazu und der ganze weitere Elektrosmog. Und der geht natürlich nicht nur auf uns Menschen. Das sieht man an der Dunkelfeldmikroskopie zum Beispiel, dass das Blut verklumpt. Ja, das ist ja ganz, ganz schlimm. Auch in den letzten 3 Jahren hat es ja ein bisschen zugenommen mit den Verklumpungen des Blutes. Ich drücke mich jetzt mal ganz salopp aus. Es sind ja auch diese Geschichten, die dazu führen. Und jetzt kommt's. Das geht ja auch nicht nur auf die Menschen, sondern es geht ja auf die Insekten, auf die Vögel, auf die Tiere, auf die Tierwelt und auf die Natur. Auch Bäume etc., Wälder sind natürlich davon beeinträchtigt, weil diese Strahlung tut keinem gut. Und das ist natürlich nicht toll. Und jetzt überlegt euch mal, was Mutter Erde sagen würde. Was sagt denn die Natur? Glaubt ihr, die Natur ist uns noch so richtig, richtig gut gesonnen, uns Menschen? Oder die Meere, die völlig verschmutzt werden von den Menschen, oder die Berge, die unsere Umwelt, unser Ökosystem. Ich glaube es nicht, ganz ehrlich. Und ich habe ja auch schon von hellsichtigen Menschen gehört, dass auch die Waldgeister, die Feen, die Kobolde und so weiter sich vom Acker gemacht haben oder aus dem Wald gemacht haben und weggegangen sind, weil die Menschen viel zu sehr in diese Natur eingreifen. Auch in unsere Wälder wird immens eingegriffen. Die fahren mit riesigen Lastwagen und Baumaschinen durch die Wälder und holzen da ab und fahren das dann wieder raus. Und wir sehen ja, dass die Wälder gar nicht mehr so richtig dicht sind. Wer in schönen Naturwäldern schon war, wo nichts gemacht wird, der weiß, von was ich spreche. Und wer sagt, was redet denn der davon Mist raus mit Elfen oder Kobolde oder Feen oder weiß Gott was? Ich habe es hier mir extra rausgeschrieben. Da gab es eine Erla Stefansdottir, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht, Stefansdottir. Das war eine Isländerin und zwar eine Seherin und eine Expertin für Elfen und für das verborgene Volk, also für mystische Kreaturen. Und die wurde oft zu Bauprojekten in Island gerufen, wo sie dann geguckt hat, dass die Wohnstätten dieser Wesen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, die dort wohnen. Die sehen wir ja nicht. Und als Beraterin und Kartenzeichnerin erstellte sie geschätzte Karten der Elfenorte.
Trotz fehlender wissenschaftlicher Verifizierung hatte sie großen Einfluss auf Bauprojekte und Umweltentscheidungen in Island, was die kulturelle Bedeutung des Glaubens an unsichtbare Wesen verdeutlicht. Ja, wer daran nicht glaubt, schade. Ich weiß, es gibt Kobolde, es gibt Elfen, es gibt Feen. Und wer die Literatur auch kennt, wo so etwas beschrieben ist, der wird mir wahrscheinlich recht geben. Aber das darf ja jeder selber entscheiden. Also, guckt mal bitte nach eurer Natur um euch herum oder unsere Natur, unsere geliebte Mutter Erde. Weil langsam kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass unsere geliebte Mutter Erde uns noch so gut gesonnen ist. Oder ist sie so liebevoll, dass sie es trotzdem bleibt? Ich weiß es nicht. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.